Cheetah-Fantom, Phoenix-Fantom. Hier ist gerade die Kröte geflogen. Alter, Superkröte fliegt zu dir. Yeah, yeah. Superkröte fliegt zu dir. Superkröte kommt. Superkröte rettet dich. Superkröte kommt. Yeah. Aga, Ugi, Ugi, Superkröte, Ugi, Super, Ugi, Kröte, Ja, ja. Ich krieg hier direkt auch Frühlingsgefühle, wenn es hier so frühlinglich ist. Oh, dann holen wir aber erstmal die Post. Hey, Mr. Postman. Superkröte, Aga, Ugi, Ugi, Habt ihr das Haus überhaupt schon mal so gesehen? So ohne Schnee? Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, oder? Oh, da steht einer. Da wohnen wieder Leute. Leute. Ah, ja, klar wohnen da wieder Leute. Die hab ich ja selber da einziehen lassen. Oh, was ist das denn? Lotte hat gerade in der Post ein Geschenk von Aaron erhalten, oh Gott. Auf dem baldigen Zettel steht, ich habe an dich gedacht und zwar der Meinung, dies könnte dir gefallen. Ruf mich an. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das? Es ist... Ein großes Poster von Maxi McPlum für 1480 Simoleons, da steht's. Oh Gott. Mein schlechtes Gewissen ist nicht in Worte zu fassen. Oh Gott, der hat ja einen Vollschuss, hat ja der. Guck, was für ein Riesenposter, das können wir überhaupt nicht... Hier könnten wir es aufhängen, jetzt gucken wir es uns erstmal an, wie es aussieht. Maxi McPlum. Meine Fresse, 1480, das muss so ein Original mit Originalunterschrift sein. Was mache ich denn damit? Meine Fresse. Oh, ich weiß nicht, da in unserem Mini-Haus können wir doch kein Poster. Da ist ja das Poster teurer als das ganze Haus. Nein. Oh, nö. Och, was ein Mist. Ich weiß nicht, ob ich es verkaufen soll, aber ich kann auch kein Geschenk verkaufen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, der arme Aaron. Die Lotte möchte 8 Freunde finden und hat gerade mal 2 Freunde. Echt? Wäsche waschen und eine Zielscheibe kaufen. Das wollte sie doch schon mal. Das hat doch schon mal nicht funktioniert. Nee, du sollst nicht Computer spielen. Du sollst dich mal bitte mit deinem Hund beschäftigen. Ihr geht jetzt mal in den Park und spielt mal zusammen ein bisschen Ball fangen oder sowas. Stadtpark besuchen mit Kröte-Klamotte. Und dann wird da mal ein bisschen zusammen gespült. Ah ja, wir haben ja auch noch unseren Job hier in Mikes Kramladen. Ich glaube, den kündigen wir mal. Wir müssen einen anderen Job annehmen, der uns ein bisschen weiterbringt. Oh, wir gehen an den Strand. Ach komm, wir gehen mal an den Strand. Wir gehen doch nicht da an den Stadtpark. Wir gehen mal an den Strand. Lass an den Strand gehen, Sherry. Der Strand ist schön, da kann man auch spielen. Und hier gibt es auch Fußball. Und hier gibt es einen Mann mit einer umgedrehten Topf auf die Kopf. Guan Tu ist eine Tourist. Oh, eine Tourist hat die Lotte auch noch nicht verführt. Hier dauert auch wieder extrem lange, bis hier die Texturen sich aufgebaut haben. Meine Fratz. Hier, alles immer noch im Laden. Ach, guck mal hier. Hier im Frühling wird hier wild gestrampelt. Gibt's hier so ein... Im Winter waren wir gar nicht hier, gell? Das ist auch so eine wechselnde Szenerie hier. Hier gibt's so eine Box, wo man sich bräunen kann. Ugi, 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 Aga, Ugi, Ugi, Hier gibt's keine Musik, fällt mir gerade auf, oder? Hab ich sie nur noch nicht gesehen. Ach, guck mal, hier geht ja jetzt richtig der Punk ab. Ach, und die Lotte ist ja schon da. Nein, die muss jetzt arbeiten. Pause. Du gehst heute nicht arbeiten, hab ich jetzt gerade mal spontan beschlossen. Wo ist die Kröte? Hä? Wo ist denn die Kröte? Kröte? Ach, hier. Ja, Kröte ist asozial. Komm, du musst dich um die Kröte kümmern. Wir spielen jetzt mal mit der Kröte Tauziehen. Und danach spielen wir Apportieren hier am Strand. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ach, guck mal hier, der Polizistenfee. Ist das nicht peinlich? Ist das nicht peinlich? Stellt euch mal vor, es hält euch einer ein und hat Flügel. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte. Sie haben Flügel. Oh, nee. Geht alles gar nicht hier. Geht alles gar nicht. Hier gibt's einen Simgnub. Simgnub. Ja, und was ja jetzt auch geht, wir können ja jetzt auch mit der Lotte, wenn man das will, schwimmen in Tameer. Kann die Kröte eigentlich auch im Meer schwimmen? Nein. Die kann nur trinken. Die kann nicht im Meer schwimmen. Ist aber schade. Oh je, die ist wirklich hier überhaupt nicht sozial, der Hund. Ist das der Aaron? Nein, das ist der Sackpeitschennatter. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es ist der Aaron.
Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Für die Kröte. Sie will die Lotte beschnüffeln. Seht ihr, wird schon besser hier. Aber sie hat auch Hunger, muss pissen und irgendwas zerstören. Ach, wie süß. Gäbe. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge hier noch geht. Ich glaube, die ist gleich schon wieder rum. Rumdi, rumdi, bumdi, bumdi. Kanuk. Das hilft der Kröte sehr. Die hat auch schon einige Lebenszeitpunkte hier. Aber ich hätte für sie gerne geliebtes Tier, deshalb warten wir da noch ein bisschen. Und die gute Lotte hat auch einige Lebenszeitbelohnungen. Das hatten wir auch in dem Level gemacht, also in dem Level, in der Folge gemacht, die ich verkackt habe, leider. Deshalb machen wir jetzt hier gar nicht so lange rum und nehmen einfach hier Putzdrache. Das habe ich mir nämlich ausgesucht. Da entfernt sie nämlich doppelt so schnell Schmutz und Seifenreste. Und jetzt sparen wir auf irgendwas Größeres. So, jetzt sind die beiden fertig mit Spielen. Jetzt kann sie ihr vielleicht mal, weil sie hat ja so Hunger, noch ein Leckerchen geben. Da oben klingelt ein Telefon aus der dicken Frau raus. Ja, ja, Juma. Oh, guck mal, hier steht ein Star Lola Bell. Ich sag, wieso sage ich dem immer Lolo? Oh! Was ist denn jetzt passiert? Lotte hat Kröte offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Na, aber hallo. Sie möchte mit Kröte Freundschaft fürs Leben schließen. Ist heute zu spät zur Arbeit gekommen. Ja, die kündigen wir jetzt gleich mal. Hier ist voll die krasse Tonkulisse gerade. Kannst du bitte nochmal der ein Leckerchen geben, dass sie nicht so Hunger haben muss? Da wird der Hunger nämlich besser und zerstören kann sie hier gleich mal irgendwas von diesem unnötigen Kram, der hier so rumsteht. Was ist denn hier? Was geht denn hier eigentlich ab? Ach, ihr zwei macht hier bla bla. Masa Gimbo? Masa! Masa, Masa Gimbo! Sehr gut. So, und die Krötisch kann mal pieseln. Dann will sie nur noch was zerstören. Da kann sie eigentlich mal hier in dem Ding da rumkauen. Das interessiert mich nicht. Ist ja nicht meins. So. Und das Löttchen, Ach, guck mal, wer hier ist. Der Tri mit seiner hässlichen Frisur. Nepnork. Ach, und er kommt. Und will der Lotte was erzählen. Das ist ja lieb. Hallo, Tri. Den findet sie einfach nicht sexy. Aber ein Star ist in Sicht. Aber den Tri findet sie einfach nicht sexy. Und sie findet ihn, glaube ich, auch ein bisschen langweilig gerade. Ja. Jetzt prallt sie hier mit ihrem Besenflug. Ist doch dein Freund, der Tri. Den kannst du doch nicht langweilig finden. Aber irgendwie findet sie ihn doch langweilig. Alabasterkatze. Okay, ich mach das wieder gerade eben schnell. So, und ich habe auch gerade mal schnell noch gespickt, wie lange ich schon aufnehme und habe gesehen, ich nehme schon... Was macht sie denn jetzt? Über das Übernatürliche schimpfen. Sie ist doch selbst übernatürlich. Lotte, du Freak. Samseljorjanisch. Ja. All diese Vampirscheiße geht mir tierisch auf den Sack. Danke, danke. Ja, danke, Lotte. Oh, guck mal, hier spielt der Zackpeitsch. Und hier macht uns die Lullabell endlich hier mal Musik. Live-Mucke. Und hier haben wir hübsche Bienenkästchen. Da wird sich die Lotte jetzt gleich mal was zu verdienen. Und zwar, warte, werden wir erstmal den Kasten ausräuchern, dann den Honig ernten, dann den Kasten säubern und die Bienen füttern. Das machen wir jetzt hier auch. Honig ernten, den Kasten säubern und die Bienen füttern. So, das machen wir jetzt mal, dann verkaufen wir das nämlich. Wir brauchen ja Geld, ich will ja wieder mal auf die Uni jetzt. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie das geht mit diesem Kaffeehaus beherbergen da. Keine Ahnung, wie man das macht. Ah, hier, Grahams Tiertauschbörse. Da war ich auch noch nie. Da müssen wir mal noch hinschnicken. Da müssen wir vorbeischauen in Grahams Tauschbörse. Ja, mach's mal hinne, mein Mädchen hier. Mach's mal hinne. Wie geht's denn unserer Kröte? Ich glaube, ach, die hat Hunger immer noch. Ja, wir gehen gleich nach Hause, Kröti. Beschäftige dich doch hier ein bisschen. Du doch hier ein bisschen Leute nerven oder irgendwas kaputt machen oder so. Kannst du nicht hier mal ein Loch graben im Sand? Ist doch schön. Oder du könntest vielleicht auch mal wieder
ein Sammelobjekt erschnüffeln für die Lotte, dass es ein bisschen vorangeht hier. Honig, süßer, köstlicher Honig. Natürlich muss man erstmal an einem Schwarm wütender Bienen vorbei. Und das Verhältnis zwischen Stichen und Honig ist groß. Doch für Lotte Klamotte hat es sich total gelohnt, perfekten Honig zu ernten. Perfekten Honig! Yeah, Baby, yeah. Das werden wir mal teilen. Ja. Nicht rootbarer sind, Mensch, die gehen mir auf den Sack. Mach ich auch schnell, Moment. Es war übrigens die Tochter von unserem Bürgermeister, die da nicht rootbar war. Die haben wir jetzt mal eben resettet. Sehr schön, sie zieht sich jetzt auch jedes Mal um und auch wieder völlig andere Klamotten dann an. Das ist auch immer gut, wenn sie so Sachen macht. Aber schicker Hut. Na, ich mag Bienen. Ich will nur nicht gestochen werden. Diese dicken Bienen hier sehen aus wie dicke, fette Hummeln. Hümel, 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 Hümel. Lölölö, lölölö. Nigger, nigger, da hängt das Spiel. Nigger, nigger, sehr blöde Sache. Nigger, 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 nigger. Danach gehen wir auf jeden Fall hier mal in die Bräunungskabine, würde ich sagen. Was will er denn? Zusammen tanzen. Ich tanze doch nicht hier mit dem Elfenkopf. Ein Paparazzi. Paparazzi. Papa, Papa, Mama. Papa, Mama. 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 Wer kennt das? Von den Muppets. Bohemian Rhapsody von den Muppets. Sau lustig. Also finde ich. Kräuterklamotte hat etwas Interessantes gefunden. Glückwunsch. Fähigkeit jagen so im Level 5 erreicht. Sehr schön. Ja, so ein Paparazzi hat die Lotte ja noch nie fotografiert. Oder fotografiert er gerade die Lotte? Weil die Lotte ja so besonders toll ist. Hm. Geschirr spülen. Ah, das kannst du dir alles schön wünschen, aber ob wir das dann auch machen? Ich glaube eher nicht. Honig ernten haben wir hier jetzt. Was habe ich denn hier? Die Bienen füttern, den Kasten säubern, Honig ernten, den Kasten ausräumen. Ah, das ist schon der dritte hier, ne? Haben wir es bald. Ja, und hier können wir dann hier 10-mal Honig und 7-mal Bienenwachs hat sie hier. Nein, keinen Zauberwirken, bitte. Nein, keinen Zauberwirken, bitte. Perfekt. Das können wir dann verkaufen. Das bringt nämlich einen Haufen Geld. Und dann können wir wieder auf die Uni. Uni, Uni, Schlunipuni. Dazu müssen wir aber gleich hier erstmal weg und in den Alchemieladen gehen. In den alchemistischen Laden. Ach, wieso zieht sie sich nur andauernd um? Hier eine Bananenpappel oder wie das heißt. Bananenstaude. Was machst du denn hier eigentlich? Gebürstet werden. Ja, das ist könnt ihr gerne mal machen. Euch gegenseitig bürsten. Ah, pervers. Pervers.de. Bräunung aufsprühen. Kostet Geld. Macht nichts. Die Lotte muss schön braun sein. Haben wir es jetzt bald da hinten. Und Hunger hat sie ja auch. Eieiei. Ist auch schon wieder 20 vor 10. Wahrscheinlich hat der Laden schon zu. Wie lange hat der denn offen hier? Scheint die ganze Nacht offen zu haben. Und wie ist das mit diesem Hundeladen hier? Da wollte ich ja auch mal rein. Das besuchen wir mal mit der Kröte Klamotte nach dem Bräunen. Da will ich mal rein, da will ich mal gucken, was da drin los ist. Ich war noch nie in diesem Laden. Das Lustige an diesem Tierladen hier ist auch, ich zeig euch den mal gerade. Hier ist er, dieser Pfote und Blablablub-Shop. Das Lustige an diesem Tierladen ist, dass ich von diesem Spiel von Pets, wie heißt's hier, Haustiere, Blabla, wie heißt denn das Addon, egal. Einfach tierisch. Habe ich überhaupt nicht die Limited Edition. Also ich weiß nicht, woher und warum ich diesen Shop hier habe. Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung. Vielleicht war es ein Fehler. Es ist halt jetzt einfach so. Ich habe ihn jetzt und find's cool. Und jetzt gehen wir mal hin, weil ich war da noch nie. Oh, die Lotte hat sich gebräunt. Oh ja, sieh dir nun Lotte an. Die Königin des Sommers. Die Königin des Frühlings. Im Frühling geht man mal schnell ins Bräunungsstudio. Wieso hat sie sich denn jetzt wieder umgezogen? Das finde ich allerdings relativ uncool. Zieh dich um. Du Nuss. Ach ja, wir wollten ja auch am Strand Hacky-Sack üben, richtig. Ach ja, so ein Strandausflug ist schon toll. Aber jetzt wollte ich doch erstmal hier, wo ist denn der Hund? Ach, der läuft schon nach Hause. Das ist ja auch interessant. Aber ohne den Hund da reinzugehen, bringt das überhaupt was? Jetzt hat sie gerade, glaube ich, einen Honig gegessen. Den wollten wir doch verkaufen. Nö. Aber sie friert. Sie friert. Sonnengebräunt. Jetzt gehen wir mal da rein. Ich will mal wissen, was da drin abgeht, Alter. In dem Laden hier. In dem
Im Laden. Hello. Ah, da ist ein Vogel. Vogel. Gelb. Gelbnacken-Amazone. Was haben wir hier? Ja, und was bringt mir das hier alles? Licht ausschalten. Echsen-Terrarium. Hier ist ein kleiner Scriffy. So heißt der beim Janno. Schildkröten-Terrarium. Und eine Schlange haben wir hier auch. Ja, und was kann ich jetzt hier kaufen? Ach, der hat geschlossen. Laden geschlossen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich hier machen kann. Außer frieren. Hier drin scheint es kalt zu sein. Dann zieh dir halt was Warmes an, du Null. Outfit wechseln. Hier, Outdoor. Dann ist wahrscheinlich der Laden hier in Wirklichkeit auch schon geschlossen. Oder ist da noch jemand drin? Vielleicht ist ja der alchemische Laden hier, alchemisch vor allem, ist der ja länger geöffnet. Die ist noch da. Da gehen wir jetzt hin und verkaufen unseren Hönig. Obwohl hier hinten gibt es, glaube ich, auch noch Hönig, ne? Hier hinten gibt es doch auch noch Honig. Na, lass dich drehen. Oh. Oh. Eine Krähe. Eine Krähe. Der Teufel in Vogelgestalt. Eine Krähe für eine Hexe. Lotte will sich mit der Krähe, dem Teufel in Vogelsgestalt, anfreunden. Ich bin kein Vogel in Teufelsgestalt. Ich bin eine Krähe. Mimi. Oh, wen haben wir denn da? Ganz viele Leute. Bam Bam. Lorenz Bohne, Roxy Braun und Nobby Weidenbach. Ah, der Nobby ist auch hier. Ein Schnucki. Ein Schnucki mit dicken Armen hier. Uiuiui. Ah, kommissionieren. Ich will etwas kommissionieren. Und zwar das hier alles und das hier alles und das hier. Fast alles. Wir behalten mal zwei. Da kann die Lotte nämlich ein bisschen Sachen damit würzen. Was ist das denn hier? Ach, das ist der perfekte Honig. Der bringt natürlich am meisten Geld. Das ist der ausgezeichnete. Komm, den perfekten verkaufen wir komplett. Bienenwachs weg. Kommt komplett weg, 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 weg. Oh, unser glückliches Händchen ist auch eine ganze Menge wert. Aber das behalten wir. Das haben wir ja geschenkt gekriegt. Fortpflanzungselixier. Rezept Silber Bienenwachs. Scheinwerferpilz. Ne, was für ein Pilz haben wir jetzt zu Hause stehen? Den können wir, glaube ich, hier auch verhökern. Starkes Melancholieserum. Persönlichkeitsüben unternimmt mit einer kleinen Veränderung deiner Persönlichkeit den ersten Schritt, ein anderer Sim zu werden. Ah, auch spannend. Ja, Leute, aber diese Folge ist vorbei. Oh, Jungbrunnenelixier, wenn du dich alt fühlst. Nein, wenn dich das Alter. Nein. Wo ist es denn? Wenn ich das Alter zu sehr anödet, kehre den Altersprozess mit diesem Elixier um. Nee, wir kommissionieren jetzt erstmal unseren Kram hier. Könnten auch einen Apfel kommissionieren. Oder die Kona. Ich habe letztens, glaube ich, irgendwann mal Coca-Bohne gelesen. Freudscher Versprecher. Päuschen. Ende. Diese Folge hier ist, glaube ich, schon wieder viel zu lang. Vielleicht mache ich zwei draus. Dann habe ich leider wieder eine, wo ich nicht Hallo und nicht Tschüss sage. Hallo, Nobby Weidenbach. Er ist auch irgendwie ein bisschen süß, so als Schnucki. Vor allem hier. Das ist ein Bodybuilder. Bodybuilder. So ein bisschen Schlafzimmerblick hat er, ne? Okay, vielleicht mache ich zwei draus. Also Leute, wir werden in der nächsten Folge sehen, ob sich die Lotte mit der Krähe anfreundet. Bis dahin macht's gut, eure Benedika. Ciao, ciao!